Und interessant ist, vor dem Gebäude, also wir sehen nicht nur die Parallele zu der Pyramide der Freimaurer, aber wir kriegen noch einen anderen Hinweis. Vor diesem Gebäude haben wir eine Statue mit einem Hammer und einem Meißel in der Hand. Und das ist wiederum auch ein typisches Symbol im Freimaurertum, nämlich der Freimaurer, der den Stein bearbeitet. Und darüber werden wir auch gleich noch mehr sprechen, also der Mann mit dem Hammer vor diesem Gebäude. Eines der ausdrucksvollsten und aussagestärksten Pyramidensymbole dürfte die 13-stufige Illuminatenpyramide mit der strahlenden Spitze, dem allsehenden Auge sein. Metaphysisch stellt sie den vollendeten Welttempel des Freimaurertums dar und zugleich die Weltherrschaft Luzifers. Es ist also das Auge Luzifers, des Erleuchteten sozusagen, man könnte auch sagen, der Illuminierten wiederum, die die Welt kontrollieren und beobachten, das unter dem Pyramidensymbol seit der Unabhängigkeitserklärung der Staaten von Nordamerika 1776 ein Siegeszug des Freimaurertums begann, kann kaum bestritten werden. Also unter diesem Pyramidensymbol fand seit der Unabhängigkeitserklärung Nordamerikas ein Siegeszug des Freimaurertums statt. Und dieser Sache wollen wir auch mal auf den Grund gehen.